Die schwarz-gelben Fans haben eine Fahne. Und was für eine. 350 Meter pure Dynamo-Liebe. 2 Jahre haben sie daran genäht. Zum Elbklassiko war sie dann fertig. Der Rahmen war einfach Weltklasse heute. Europas größte Fahnenchoreografie. Seit heute Nachmittag ein Rekord für Dynamo Dresden. Es war allen klar, dass es kein normales Fußballspiel sein würde. Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg. Alte Rivalen, große Geschichten, 63 Jahre alt, wiederbelebt nach 7 Jahren Pause. Und damit herzlich willkommen zu Sport im Osten. An diesem 15. Spieltag der 3. Liga war der Elbklassiko das absolute Topspiel. Dresdens Stürmer-Ikone Ralf Minge versprach ja eine Neuauflage dessen, wofür dieses Duell immer stand. Ein Fußballspektakel mit vielen Emotionen und einer hohen sportlichen Qualität. So eben der Sportgeschäftsführer der SGD. Das werden wir dann nachher natürlich auch ausführlich bestaunen können. Aber wir können gleich schon mal rüberschalten, live nach Dresden. Zuvor noch eine kleine Einstimmung, was da rundherum passierte, bevor der ganz große Rasenzauber losgehen konnte. Florian Weicher zeigt uns, wie der Glanz in die Hütte kam. Es war gar nicht so einfach, das 450 Meter lange Riesenstück Stoff am Ausgangspunkt im unteren Teil des Stadions zu deponieren. Der Chefdirigent des K-Blocks, Stefan Lehmann, hatte alle Hände voll zu tun, so wie im Vorfeld die vielen fleißigen Helfer des Projekts X. Worauf müssen sich die Zuschauer jetzt einstellen? Was müssen die machen? Das ist eine ganze Blockfahne, die geht über das ganze Stadion. Die geht halt hoch, wir halten die 5 Minuten. Bitte vor, bevor die Mannschaft einläuft, ist sie schon oben. Dann läuft die Mannschaft ein, dann wird die gehalten die ganze Zeit. Und wir hoffen, das funktioniert auch. Dann hieß es noch ein bisschen Geduld beweisen, voller Vorfreude bei den Fans. Das wird schon saugeil aussehen, wenn der hier drüber ist. Ich muss dazu sagen, ich habe die letzte Nacht geträumt, dass ich das Spiel heute verpasse. Ich stand im Stau und das war eigentlich ziemlich... Das war qualvoll. Noch schnell das Dynamo-Lied gesungen und die Drohne gestartet für die schönen Bilder. Und dann ging es endlich los. 15.000 Quadratmeter Stoff. 2,5 Jahre hat die Herstellung gedauert. Über 22.000 Euro hat es gekostet. Und es hat sich mit Sicherheit gelohnt. Gänsehaut-Atmosphäre im Dynamo-Stadion, auch bei den Spielern Michael Hefele und dem Rest der Dynamo-Mannschaft. Es ist die größte Stadion-Choreografie, die jemals in Europa gelaufen ist. Dynamo Dresdens Fans haben sich am 31. Oktober 2015 in den Fußballgeschichtsbüchern verewigt. Ja, eine ganz feine Sache. Dynamo Dresden ist weiter auf Rekordjagd. Nun also auch noch Europas größte Fan-Choreografie. Und René Kindermann ist für uns natürlich noch im Stadion geblieben. Ganz klar, Gänsehaut sicherlich auch bei dir, René. Diese Dynamo-Fans, die sind ja wirklich ein Phänomen. Oft mit zwei Gesichtern. Wie war das denn heute? Die Rivalität zum FCM war ja schon ein Thema vorher. Absolut, Tom, das war ein Thema vorher. Gerade nach diesem Foto von Kiel vom vergangenen Wochenende, wo die Dynamo-Mannschaft sich um dieses Plakat, wo eine Dynamo-Faust das Magdeburger Vereinslogo zertrümmert hat, gruppiert haben. Aber es ist alles ruhig geblieben. Es war wirklich ein Fußballfest hier in Dresden. Und die beiden Herren, die neben mir stehen, zum einen Mario Kalnick, Vorstand Sport und Finanzen aus Magdeburg, und zum anderen Ralf Minge, der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden. Das sind auch die beiden, die die Woche über miteinander geredet haben, um das auszuräumen, was da in Kiel passiert ist. War denn die Nervosität bei Ihnen vor diesem Spiel heute hoch, Mario Kalnick? Also wir müssen schon sagen, dass wir sehr angespannt waren, ja, weil es uns sehr wichtig war, uns hier heute ordentlich zu präsentieren. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch drumherum. Und umso mehr sind wir jetzt erleichtert und froh auch darüber, dass unsere Fangemeinde uns so toll hier unterstützt hat und am Ende des Tages wirklich alles friedlich geblieben ist und aber hoch emotional. Keine Vorkommnisse, das muss man ganz klar sagen an der Stelle. Da sehen wir es auch nochmal, da war ein tolles Fußballfest. Hier, Ralf Minge, diese Choreografie, die da in diesem Stadion heute gelaufen ist. Wenn man das da so sieht, Sie haben viel erlebt in Ihrer Fußballerkarriere, auch danach als Trainer und Manager jetzt bei Dynamo Dresden. Ist das für Sie schon was ganz Besonderes gewesen heute? Ja, ich glaube, das ist für jeden was ganz Besonderes. Das ist einzigartig und das ist halt Dynamo.
Aber das ist auch die Energie, die da reingesteckt wurde von den Fans. Das ist natürlich irre. 2,5 Jahre hat man da gemacht, getan, genäht, 15.000 Quadratmeter. Mit was kann man das erklären, dass so viel Enthusiasmus hinter dieser Mannschaft steht und in diesen Fans steckt? Ja, also wir haben ja jetzt gerade den Zeitrahmen angesprochen, also 2,5 Jahre, das bedeutet ja auch Durchhaltevermögen, das bedeutet die Vision auch über die Jahre mitzunehmen, zu leben, auf das Ziel hinzuarbeiten. Ich glaube, das ist das Phänomen, was gerade nach dem Bundesliga-Abstieg so ein kleines bisschen hier entstanden ist, diese ganz enge Verbundenheit der Fans mit diesem Verein, wo der Verein letztendlich am Überleben gehalten wurde durch die Fans. Diese Gene, die werden ganz einfach weitergegeben. Und das ist toll, und da kann man bloß stolz drauf sein. Der sportliche Erfolg ist auch da, für den Sie zum Teil mit dastehen. Auch das ist so ein bisschen Ihr Verdienst, mit in diesen Verein hineingebracht zu haben. Wenn man als Gastmannschaft hier reinkommt, Sie kennen lautes Stadion. In Magdeburg ist es, wie ich glaube, fast noch ein bisschen lauter als hier in Dresden. Aber diese Choreografie zu sehen, war das für Sie beeindruckend, Mario Kalnick? Ja, das war schon beeindruckend, und da sind wir auch respektvoll, weil wir wissen schon auch, wie viel Arbeit das macht und wie viel Leidenschaft und wie der Ralf es gerade gesagt hat, wie viel das Ziel nie aus dem Augen zu verlieren über so einen langen Zeitraum. Also ja, schon Respekt, und ich glaube, das ist ja das, was wir vorher gesagt haben, da haben beide Fanlager sehr viel gemeinsam, weil ich glaube, da stehen wir nicht weit nach. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie noch kurz bei uns vorbeigeschaut haben. Sie haben dafür gesorgt, dass es im Vorfeld ruhig geblieben ist. Es gab eine große Choreografie, und es war, Tom, es war ein tolles Fußballspiel mit ganz vielen Höhepunkten, die bei dir noch aufgearbeitet werden können dann. Alles klar, vielen Dank, René. Ich habe gelernt, es werden Gene weitergegeben bei der SGD und beim FCM. Das soll auch so weitergehen natürlich. Vielen Dank, natürlich erstmal nach Dresden. Wir arbeiten das für Sie, liebe Zuschauer, natürlich alles auf, wie das mit dem Glanz auf dem Rasen war, wer was zu meckern bzw. zu feiern hatte. Und vor dem Spiel hat sich übrigens noch Dynamos Top-Vorlagengeber Marvin Stefaniak auf Instagram so präsentiert, als Löwe, mit den Worten: Ich bin hungrig auf das Spiel. Und da steht dann auch noch drüber: Matchday gegen Magdeburg mit 3 Bällen. Können Sie jetzt hier nicht sehen, aber ich sag's Ihnen, das war dort zu lesen. Der meint wohl 3 Tore. Das ist also die Kampfansage von Marvin Stefaniak, auch wenn er hier wie eine liebe Miezekatze aussieht. Alles zum El Clasico dann etwas später. 1:1, ein Remis, das für Stefan Bürger, aber aus der Baustelle-Mannschaft, wie er selbst sagt, nicht gleich eine Villa mit Bootsanleger und Fahrstuhl Richtung zweiter Liga macht. Da sieht sich eher Dynamo Dresden ganz klar, und die Fans sowieso. Obwohl das hier schon Champions League ist. Mindestens eine Riesenfahne, knapp 450 Meter lang, übers ganze Stadion verteilt. Sie sind Verpackungskünstler, die Schwarz-Gelben. Alles ganz schön, aber auf dem Rasen war noch wichtiger heute. Da sollten 3 Punkte ausgepackt werden. Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg, einer der ganz großen Klassiker, ohne Zweifel. Heute standen sie sich zum 65. Mal gegenüber. Und unser Tipptrend auf mdr.de sieht einen ganz klaren Favoriten. 85% glaubten an Dynamo Dresden. Und was sagt das schon? Wer sich zu sicher fühlt, der wird in dieser dritten Liga ganz schnell auf die Bretter gelegt. Interessant auch das Trainerduell. Jens Hertel machte nämlich im Rahmen der Fußballlehrerausbildung vor knapp 5 Jahren sein Praktikum bei Uwe Neuhaus, damals noch beim 1. FC Union Berlin. Also heute Lehrmeister gegen Ex-Lehrling. Und für die Magdeburger Fans ist Jens Hertel ja sowieso ein Zauberlehrling, so schnell wie er den FCM nach oben geführt hat. Und es ist das Duell zweier ganz außergewöhnlicher Spieler. Justin Eilers und Christian Beck, die beiden besten Torjäger der dritten Liga. Die Vorzeichen standen also bestens für ein denkwürdiges Spiel. Der El Clasico. Dresden gegen Magdeburg. Jetzt mit Alexander Kipper. Tja, vor dem Spiel der Spiele in dieser dritten Liga stand natürlich alles unter dem Eindruck dieser Fahne. Akute Gänsehautgefahr. Die Fans von Dynamo Dresden, sie hissen die größte Fahne Europas. Unglaublich, 450 Meter lang, 2 Jahre Arbeit, 15.000 Quadratmeter Stoff, 17 Kilometer Faden, die Eckdaten einer tiefen Liebe. Es ist nicht Mailand, nicht Madrid, nicht Manchester. Die größte Fahne Europas, sie weht in Dresden. Und zeigen Sie diese Bilder mal einem Italiener, einem Spanier, einem Engländer, der wird sagen, dieser Fußball-Osten, er muss verrückt sein. Diese Megafahne und Elbflorenz im Hintergrund, ein stolzer Verein, schmückt seine Stadt. Und der Tabellenführer will natürlich auch sportlich nachlegen mit dieser Elf. Dynamo Dresden unverändert im Vergleich zum Sieg in Kiel. Warum sollte Uwe Neuhaus auch wechseln nach dem schon 5. Auswärtssieg der Saison? Sein Kollege Jens Hertel hingegen musste reagieren. Löhmanns Röben fällt aus, Fieber und auch Nicolas Hebisch mit Problemen. Für die beiden rutschen Alti Parmak und Farona Pulido ins Team.
Und natürlich ist dieses Topspiel auch das Spiel der Top-Torjäger Justin Eilers, die Nummer 1 der dritten Liga, 12 Saisontore. Knapp gefolgt von Christian Beck, Knipser vom Dienst in Magdeburg. Er bisher mit 9 Treffern. Rein ins Spiel und die Partie, sie nimmt sofort Fahrt auf. 9. Minute, weiter Ball von Moll auf Lambert. Glinka muss mit dem Kopf klären. Ein erster Ansatz von Gefahr. Glinka, hellwach. Der 1. FC Magdeburg auswärts noch sieglos in dieser Saison. Was wäre das für eine Geschichte, wenn sie ihren ersten Profifußball-Auswärtssieg nach der Wende ausgerechnet heute hier in Dresden feiern würden. 11. Minute. Verona Pulido auf Christian Beck. Die erste dicke Möglichkeit für den Top-Torjäger. Da fehlen nur wenige Zentimeter bei Christian Becks 30-Meter-Sprint. Dynamo Dresden ungewohnt, ungeordnet in der Defensive. Ja, und das wäre mal ein Auftakt gewesen für Christian Beck, für den 1. FC Magdeburg und für Jens Hertel. Die 13. Minute und dieses Foul von Niklas Brandt an Tekerci. Tekerci, der 22-Jährige, immer wieder quirlig, mit guten Aktionen in der Anfangsphase, wird von Brandt getroffen und es gibt Freistoß in gefährlicher Position. Und Standardsituationen bei Dynamo Dresden, natürlich ein Fall für Marvin Stefaniak, Top-Vorbereiter in der dritten Liga. Marvin Stefaniak findet Modica! Was für eine Szene! Modica aus 5 Metern kommt er zum Kopfball. Glinka wäre chancenlos gewesen bei dieser Mega-Möglichkeit für Modica. Der Ball natürlich nicht im Tor, aber ein erstes dickes Ausrufezeichen von Dynamo Dresden. Die 20. Minute. Hefele spielt den weiten Ball auf Kreuzer. Der hat eine Menge Platz, wird gestört von Malone. Und Kreuzer will den Elfmeter und bekommt den Elfmeter. Und die große Frage, Handspiel von Malone oder nicht? Brüch sagt ja. Malone sagt, das war meine Schulter. Ganz schwer zu erkennen. Geht hier die Hand raus oder nicht? Ich meine, es sei der Ellbogen. Vertretbare Entscheidung von Felix Brüch, auch wenn Malone das natürlich ganz anders sieht. 21. Minute, die große Möglichkeit für Dynamo Dresden zur Führung. Natürlich für Justin Eilers. 2 hat er bisher verwandelt. Glinka, der hat schon einen pariert in dieser Saison. Glinka gegen Eilers. Felix Brüch sagt noch einmal, bleibt außerhalb des Strafraums. Eilers gegen Glinka, 1-0 für Dynamo Dresden. Eilers mit seinem 13. Saisontor. Er macht's links unten, er macht's souverän. Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg, 1-0. Und Justin Eilers, Christian Beck, auch 1-0. Die 25. Minute, wieder Freistoß für Dynamo Dresden, wieder ein Fall für Marvin Stefaniak. Der trifft selten, der bereitet lieber vor. Vielleicht macht das jetzt selbst. So ist es. Eigentlich gar nicht so gefährlich, aber Glinka patzt. War es die Sonne, die ihn geblendet hat? War es ein Platzfehler? Schwer zu erkennen. Glinka verzichtet auf die Basecap für den Sonnenschutz und dann wird dieser Ball eigentlich unnötig nochmal brandgefährlich. Acht Minuten später weiter Dynamo. Und dieses Foul von Chahed an Stefaniak. Stefaniak geht zu Boden, hält sich das Gesicht schmerzverzerrt. Chahed sieht hierfür keine Karte, aber schauen Sie auf den linken Ellenbogen. Der geht schon raus, da kann man durchaus über eine Karte diskutieren. Und der Gefaulte schießt selber. Wieder Freistoß. Stefaniak. Dynamo Magdeburg bekommt den Ball nicht weg. Da ist Moll. Und Glinka diesmal souverän. Moll wartet noch auf seinen ersten Treffer für Dynamo. Hier wäre es beinahe soweit gewesen. Sensationelle Atmosphäre natürlich. Dynamo mit einem Zuschauerschnitt von knapp 27.500. Topwert in der dritten Liga. Direkt dahinter der 1. FC Magdeburg. Es war ein richtig starkes Drittligaspiel. Auch die Gäste immer wieder gefährlich.
Modica mit der Kopfballabwehr, der Ball kommt zurück, raus auf Melon, der darf flanken. Wieder Modica mit dem Kopf und dann ist es Farona, Pulido, Ausgleich, 35. Minute, schauen Sie sich diese Bilder an. Wie viele Emotionen stecken in diesem Tor? Farona Pulido trifft zum ersten Mal für den 1. FC Magdeburg und es ist gleich ein so wichtiger Treffer. Dynamo rückt nicht schnell genug raus, deswegen darf Malone flanken. Modica klärt den Ball in die Mitte und Farona Pulido nagelt den Ball sensationell unters Dach. Der feine Techniker, vor der Saison aus Nordhausen gekommen, jetzt trifft er für Magdeburg. Tja, und wie lange mussten die hier leiden? So viel Hingabe, so viel Leidenschaft und immer nur Amateurfußball. Jetzt ist der 1. FCM wieder da und sie gleichen aus hier in Dresden. 43. Minute, nochmal Dynamo aus. Man hat eine Menge Platz und spielt den ganz feinen Ball auf Stefaniak. Der scheitert an Glinka und Tekerci im Nachschuss setzt den Ball übers Tor. Stefaniak und Tekerci, beide bisher mit einem Saisontor. Hier hätten sie aufdoppeln können. Und was machen die beiden Top-Torjäger? Die treffen sich ein einziges Mal in der ersten Halbzeit. Faire Umarmung von Christian Beck für Justin Eilers. Wir gehen in die zweite Hälfte. Vom Anpfiff weg, Dynamo sofort in der Offensive. Stefaniak, dem darf man nicht so viel Platz lassen, sonst spielt er solche Pässe. Plötzlich Eilers frei vor Glinka. Glinka hält das 1:1 fest. Stefaniak mit dem Traumpass. Eilers läuft in Position und Glinka mit dem linken Fuß. Ja, Sie hier, Sie könnten sicherlich gut leben mit einem Punkt in Dresden. Aber wir starten die Dynamo Dresden Eckball-Hitparade. Nummer 1 in Minute 55. Ein Fall für Tekerci oder Stefaniak. Stefaniak macht's kurz. Lamberts mit dem Ball und Sowislo klärt für Glinka. Am Donnerstag haben sie noch Standardsituationen eintrainiert. Hier eine besondere Variante. Am Ende klärt Sowislo und der anschließende Eckball. Nur eine Minute später wieder Tekerci und Stefaniak. Stefaniak bringt diesmal die Flanke und findet wieder Modica. Modica mit seiner zweiten dicken Kopfballmöglichkeit. Aber was bitteschön ist das für eine Reaktion von Jan Glinka. Wahnsinn, wie er den rauskratzt. Eckball Nummer 3 überspringen wir und gehen sofort in die anschließende Ecke Nummer 4. Wieder die beiden, Sie kennen das bereits. Stefania diesmal mit dem weiten Ball auf Kreuzer. Der zieht ab und will wieder den Handelfmeter. Wie schon in Hälfte 1 fordert Kreuzer den Elfer. Achten Sie auf die 17. Es ist Sowislo, der den Ball hier an die Hand bekommt. Die Hand nah am Körper. Für mich vertretbar die Entscheidung von Felix Brüch, dass er hier weiterlaufen lässt. Und weiter Dynamo. Der Tabellenführer demonstrierte Stärke. Lamberts frei vor Glinka. Wieder Glinka. Wird er zum Man of the Match. Der kratzte alles raus. Dynamo verzweifelte am Magdeburger Schlussmann. Lamberts legt sich den Ball hier vielleicht einen Tick zu weit vor, kommt nur noch mit der Picke dran. Und Jens Hertel weiß natürlich ganz genau, wenn das hier so weitergeht, dann wird's ganz eng. Noch eine halbe Stunde diesen Druck standhalten, das wird schwierig, zumal auch Testrot kam für Tekerci. Nach 70 Minuten mal wieder die Magdeburger. Mit Malone. Der versucht aus gut 30 Metern, gar nicht ungefährlich. Malone letzte Woche mit seinem Startelfdebüt für Magdeburg. Da hat er sofort getroffen. Und hier hat er viel Platz und versucht's. Dann die 73. Minute. Lamberts findet Ausmann. Was macht Ausmann? Das macht Ausmann. Was für ein Pass auf Testrot. Testrot. 2:1. Was für eine Geschichte.
Pascal Testroth, der war in überragender Form. Dann setzte ihn ein Infekt außer Gefecht. Er musste sogar seine Hochzeit verschieben. Jetzt ist er wieder da. Und wie? Paco Testroth mit dem 2:1 für Dynamo Dresden, weil Aarsmann diesen Pass spielt. Einfach herausragend. Die Schwarz-Gelben auf dem Rasen, jetzt natürlich getragen von den Schwarz-Gelben auf den Rängen. Was für eine Euphorie, die hier gerade in Dresden herrscht. 80. Minute, wieder Dynamo. Wieder Lamberts und da ist Eilers. Justin Eilers, was macht er? Was macht Eilers? Wahnsinn! Justin Eilers, Traumtor! 3:1 Dynamo, was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Fußballer? Justin Eilers, 14. Saisontor im 15. Spiel. Eilers mit dem Übersteiger geht in die Mitte und dann der ganz feine Heber perfekt in die lange Ecke. Und jetzt achten Sie mal auf Justin Eilers Gesicht. Der schaut in die Mitte, der schaut gar nicht, wo Glinker steht. Justin Eilers mit dem No-Look-Lupfer zum 3:1 für Dynamo Dresden. Einfach überragend. Tja, und Jens Hertel sagt, was soll man machen gegen einen Typen wie Justin Eilers? 89. Minute. Magdeburg kam nochmal. Magdeburg hatte sich noch nicht aufgegeben. Malone, Anschlusstreffer. Die Party im Stadion war schon im vollen Gange. Mit diesem Anschlusstreffer hat niemand mehr gerechnet. Plötzlich der erste FC Magdeburg zurück im Spiel. Alti Parmak mit dem guten Freistoß und Malone letzte Woche mit seinem ersten Saisontreffer, jetzt mit seinem zweiten. Und vielleicht ist es ein so wichtiger, wenn Magdeburg hier nochmal zurückkommt. Jens Hertel sagt, Jungs, kommt nach vorne, wir sind noch nicht tot. Mindestens einen haben wir noch, 3 Minuten Nachspielzeit. Freistoß Magdeburg, Alti Parmak gerade mit der Vorbereitung zum 3:2. Jetzt zum 3:3, Fragezeichen, Alti Parmak. Der Ball geht drüber und dann war's das. Uwe Neuhaus darf jubeln. Dynamo gewinnt 3:2. René Kindermann mit den Stimmen zum Spiel und zur Megafahne. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Ganzes Stadion verhüllt, bis auf der Gästeblock. Ich konnte leider auf der Seite nicht lesen, was drauf stand. Dafür war ich hier zu nah an der Bande. Ich hab's Verein mit den besten Fans der Welt. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Nein, muss man auch sagen, ist unfassbar, was die für Arbeit geleistet haben. Wie viel Herzblut, ich will gar nicht von Geld reden, aber wie viel Herzblut da drin steckt, kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Als ob wir mit einem Mann mehr gespielt haben heute. Absolute Gänsehaut, die Choreo, absolut phänomenal. Also für sowas spielt man Fußball, sowas habe ich selbst persönlich noch nie gesehen, gab es ja auch noch nie. Und das ist einfach Wahnsinn. Und da gehst du automatisch mit so einer zweiten Luft ins Spiel schon und es setzt Kräfte frei. Und das hat man heute gesehen und deshalb haben wir auch gewonnen. Was bleibt nach diesem Fußballspiel in Dresden? Ja, dass wir hier für unsere Verhältnisse eine klasse Leistung abgeliefert haben. Das Spiel war bis zum Ende eng. Mit ein bisschen Glück rutscht mal einer rein oder ein bisschen ärgerlich das zweite Tor. Das müssen wir, glaube ich, besser verteidigen. Sie hatten aber vorher schon noch genügend Möglichkeiten. Mal unterm Strich geht der Sieg sicherlich in Ordnung, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber auch weil Dynamo diesen Ausnahmestürmer hat, Justin Eilers, mal wieder der Matchwinner. Was ist dieser Eilers aus Ihrer Sicht für ein Typ? Der war ganz schön kaltschnäuzig unterwegs heute, oder? Ja, war wie ich fast nicht zu sehen und dann stand er halt zweimal vorm Tor und hat das Ding reingemacht, ja. Ich will noch was sagen, der Eile kennt sich vielleicht nie mit Statistiken aus, ich mich aber schon und ich weiß, dass Eile die meisten in Deutschland hat, weil Lewandowski hat nur 13 und Aubameyang auch, also ist Eile die Nummer 1 gerade in Deutschland. Justin Eilers vor den Bundesliga-Topstürmern, was für ein Tag für Dynamo. Wahnsinns-Choreo, Traumtor, Derby-Sieg, Dresden derzeit unaufhaltsam. Tja, danke Alex Küpper, das war mal ein Topspiel, das den Namen auch verdient. 10 Minuten sind rum, noch nicht allzu viel passiert. Dresden defensiv sehr kompakt, lassen die Kieler nicht nach vorne kommen. Aber Lumpi Lamberts dann mal mit dem öffnenden Pass Richtung Niklas Kreuzer. Der neue Mann also von der Außenposition und ein erster zaghafter Versuch